Oh, hey, Daniel. Was ist denn dein Lieblings-Rayman-Teil? Rayman 3. In High Definition. Surround Sound. Ich weiß nicht, ob du erwartest hast, ob ich wirklich jetzt Rayman 3 sage oder nicht. Ich hab's einfach getan. Ich hatte erwartet, dass du Rayman 2 sagst. Wenn du ehrlich bist. Es ist immer, das ist, wie gesagt, immer sehr schwierig. Es ist schwankend. Ist mir sehr tagesabhängig. Ich schlafe kurz das Licht weg. Neues Projekt. Freeland ist durch. Wir spielen jetzt Rayman. Wir gehen von einem Plattformer zum nächsten. Diesmal ist es nicht der Mario-Mann, es ist der Strahlemann. Gengo ist auch hier. Ich werde erst was sagen, wenn ich introduced werde. Das ist. Wurdest du? Das ist eine der Let's Player-Regeln. Die können wir nicht brechen. Ach, die wissen doch, dass ihr hier seid. Dass ich alleine was mache auf dem Channel hier. Die haben doch selbstverständlich. Aber du sprichst immer nur Daniel an. Die haben vorbildlich, wie die sind, in die Videobeschreibung geguckt zuerst, bevor sie das Video bevor sie starten. Disliked haben. Ja. Rayman 3, HD. Ich spiele nicht die HD-Version, weil die andere nicht funktioniert hat, sondern weil die besser ist. Ja, das ist ja eine seltsame Geschichte. Können wir uns noch für ein paar drauf sparen. Ich drücke jetzt erstmal Start. Ja. Und dann muss ich irgendwas in der Cloud speichern. Die gute alte Cloud. Und dann machen wir ein neues. Wir sind... Wie wollen wir uns nennen? Wir nennen uns... Alligator. Das ist so lang. Das passt nicht rein, oder? Dann nennen wir Ray uns... Ray? Ja, Ray ist gut. Nein, eigentlich wollte ich noch hören, was Gengo für Ideen hat. Okay, wir nennen uns Ray 9. So? Ja. Perfekt. Alter. Ich hoffe, die Idee hat dir gefallen, Daniel. Ja, doch. Ich kann euch die Geschichte hinter den Namen gleich erzählen. Aber erst ist ein Intro, wo wir eigentlich nicht dazwischen reden sollten. Wird's aber trotzdem machen. Ja, wir werden alles kommentieren. Das ist eine Reaction. Das ist jetzt gerade gesehen. Wenn ihr die Cutscene was sehen wollt. Was ist da gerade passiert? Oh mein Gott, das sieht ja voll aus wie bei Daniel. Wenn ihr die Cutscene sehen wollt, euch nicht kauft an die euch das Spiel die selber. Die werdet ihr eine lange Zeit nicht mehr wiedersehen. Oder die Kleinlinge. Wisst ihr, woran mich dieser Anfang immer erinnert? Irgendwie ein bisschen wie die Heiligen Drei Könige und sie gehen jetzt zur Krippe, weil Rayman wird geboren. Das war die Story von Rayman war. Origins. Ja, ist ja auch seine Origin. Ja. Und das ist André. Er macht normale Looms böse. Und die bleiben auch böse. Genau, Raki, du bist ja quasi ein Rayman-Tuber. Du bist ja, du machst ja ständig einstündige Rayman-Lore-Videos. Ja, klar. Was ist die Origin von André? Warum ist der böse? Er wurde böse geboren. Das ist wahrscheinlich wirklich genau so die Story. Er hat die klassische Motivation, die jeder Schurke hat. Er hat Angst. Er wurde mal sehr doll erschreckt und deswegen will er der ganzen Welt Angst machen, damit sie ihm keine Angst machen kann. Weil er kann ja Hoodlums in... Also er kann Looms in Hoodlums verwandeln. Aber er ist ja selber ein Hoodlum. War er dann davor auch mal ein Loom oder... Ja. Schon immer? Er war tatsächlich mal ein Loom. Ich fand dieses Intro immer super cool, ich habe das so oft geschaut. Ich mag es, er wurde dann von einem anderen Hoodlum in einen Hoodlum verwandelt, oder? Das wird sogar im Spiel gezeigt, wie André entsteht. Wusstest du das nicht? Ich hab's vielleicht vergessen. Nee, ich hab mich tatsächlich nur gerade. Ich hab mir gerade nur gedacht, das ist so eine Huhn- oder Ei-Frage. Was war zuerst da? Der Hood oder der Loom? Das wird interessant, wenn du das siehst. Interessant. Das sind übrigens unsere Helden, das ist Rayman. Das war seine Hand. Keine Arme, das ist seine Charakter. Falls ihr nicht wusstet, Oder ein Hals. Er kriegt den immer, Hals immer voll genug. Boah, habt ihr euch schon mal gefragt, wie ist es, wenn man Rayman wäre? Habt ihr euch mal gefragt, wie ist es, wenn man Rayman erschießt? Ja. Schon mehrmals. Ich habe mir immer gedacht, wenn man Rayman erschießen würde mit einer Schrotflinte, dann würde halt sein Oberkörper wegfliegen und sein Kopf, da würde dann in die Zunge raushängen, seine Augenlider würden zufallen und der Kopf würde dann danach langsam runterfallen. So habe ich mir das immer vorgestellt. Aber du kannst mir gerne deine Ansicht erzählen, Raki. Scheint ja ein Thema zu sein, was dich beschäftigt.
Ich muss kurz Einstellung machen. Mach dir mal. Das Intro, was ich vorhin meinte, was ich oft geschaut habe, ich meinte tatsächlich nicht das gerade, fällt mir auf. Eigentlich gibt es noch so ein vorgerendetes Intro, wo so ein Lied läuft und das habe ich oft geschaut. Oh, du meinst das für Raymond in den Schneepinkel, oder? Nein. Achso, sorry. Nein, ich mag aber dieses Promotional, das Poster da, wo Raymond an dem Urinal steht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Was haben die sich dabei gedacht? Die hatten sehr wilde Sachen mit Raymond immer. Wie kann Raymond Genitalien haben, wenn er nicht mal Knie hat? Der Rebell. Rebellzebub. Er war der Franzose unter den Videospielen. Er ist quasi... Wie Daniel. Französisch. Wie Daniel, ist er Franzose? Daniel, zeig mir bitte deinen Ausweis. Ich will gucken, welcher Nationalität du angehörst. Jeder Franzose trägt einen kleinen Eiffelturm mit sich rum. Also die Hoodlums, die erinnern mich immer ein bisschen an Oogie Boogie. Ja, doch, das Genähte. Und ein bisschen an Hilly Billys. Achso, das Genähte hast du gesagt, ich hab verstanden, das Genetische. Genetische, da auch kleine Marden drin. Kleine Marden. Ja. Er sieht echt schick aus. Ah ja, das Ding haben sie hier eingefügt. Was, welches Ding? Hä? Da war gerade ein Dinosaurier mit einer Hand als Kopf. War der nicht immer da? Der war immer da. Sicher? Ja. Haki, ich glaube, du hast gerade wieder einen deiner schizophrenen Anfälle. Wer redet da? Ich bin allein. Haki, welche Tagesseite? Donnerstag. Das hat sehr lange gedauert, ja. Ich musste auch überlegen. Ich wollte einfach nur, dass du den Part wieder datest, damit die Leute wissen, wann alles rauskommt. Ich habe ja nicht das genaue Datum genannt. Das war die Zeit, wo Murphy noch so einen schicken Anzug anhatte. Er hat das Handbuch. Ja. In der Origins und Rayman Legends hatte er so eine Art Poncho oder sowas an, fast schon. Keine Ahnung, wie man das nennen würde. Homer Simpson hat es einen Mumu genannt. Okay, das Wort will ich aber nicht benutzen. Ich will, dass wir aber einen Namen bekommen, ja. Hat sich irgendwo verborgen. Ist der originale Murphy eigentlich Fry, also der Synchronsprecher halt? Warte. Nein. Nee. Nein, ich aus dem Original meine ich. Das ist das Original. Ach so, das weiß ich. Irgendwas gab es doch. So es gab doch. Ach, du meinst Motor. Es gab es. Es gab doch einen Originalton. Ich dachte, redet der Pisser jetzt von Rayman Revolutions oder so einem Scheiß. Also die deutsche Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, die habe ich schon mal in Rayman 3 gehört. Wie gefiel dir mein Witz, Daniel? Oh, ich fand ihn super unterhaltsam. Ich schau gerne Raki dabei zu, wie er... Das ist eine neue Art von Humor, die ich erfunden habe. Die heißt, ich sage einfach alles, was du davor gesagt hast und verkaufe als Witz. Ja, das funktioniert. Das erinnert mich an die Zeit, wo es funktioniert hat, Daniel. Ja. Ja, okay, es funktioniert nicht, oder? Dann kann ich alles haben. Oh, guck mal, da ist ein anderer Raymond, der ist tot. Oh, erinnert ihr euch noch an die Zeit? Natürlich waren das schon immer andere Raymonds. Es gab mal eine andere Raymond-Spezies, aber das ist lange her. Keiner redet über den Teil mehr. War das Rayman 1. Regenerations? Wie heißt denn der erste Teil bei uns? Ich wollte gerade Origins sagen. Gott, das würde so viel Sinn machen. Der ist Rayman. Rayman hatte der Forever, nicht noch, oder? Der hatte so einen Untertitel, genau. Ja, aber war Forever nicht irgendwie... Nee, das war nur irgendein Port oder sowas. Ja, da hattest du noch den Level-Builder und den Rayman, keine Ahnung, Grundschule oder so mit dabei. Guck mal die Augen an. Wenn es eine Sache gibt, die Rayman geschafft hat, dann, dass ich nicht zur Grundschule wollte. Da verliere ich meine Gliedmaßen. Such grad, irgendwie müsste ich doch... Ha, so geht's. Oh, der Mario Galaxy Move. Das Spiel hat zuerst gemacht.
In Mario Galaxy konntest du nicht zoomen. Also nicht sauber ausgeschnitten. Sehr hochauflösende Textur. Das geht ein bisschen in der HD-Version unter dieser. Habe ich das Gefühl. Aber auf normalem Wege würde man das ja nicht sehen. Oh, eine fette Raupe. Bei der bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die da war immer. Doch, die fette Raupe kenne ich. Die wird auch von dem Hutlum-Typen verprügelt immer in den Videos. Die fette Raupe kannst du dich nicht erinnern, aber an den Handdinosaurier. Leute, wie sehen die denn aus? Ja. Achso, ich wollte irgendwas mit Rayman Forever nachschauen. Rayman Forever ist eins dieser Spiele, das die ich noch nie gespielt habe. Und ich verspüre auch nie den Drang, es zu spielen. Meinst du Rayman 1? Die Version ist schrecklich. Ich finde jede Version von Rayman 1. Jede Version von Rayman 1 ist schrecklich. Ja, außer Rayman Redemption. Ja, aber das ist ein Fangame. Du meinst Rayman Dead Redemption? Rayman Dead Redemption 2? Ja. Wo er Klobox im Wintergebiet erschossen hat oder so. Dann ist er in ihn reingekrochen, um zu überleben. Genau. Das war das Spiel, wo er gesagt hat, Klobox, es kann nur einen geben. Ich weiß nicht, ob das in Red Dead passiert. Nee, tut's nicht. Red Dead Redemption 2 ist ein gutes Spiel. Ich habe eins mal für ein paar Sekunden gespielt. Und eine alte Oma getreten. Ich mag es, alte Omas zu treten, deswegen spiele ich so gern GTA. Ja, das ist erlaubt. Das ist das Spiel, für das man mich kennt. Ich glaube, das ist eine Speedrun-Kategorie, das sind die Oma-Prozente. Wie schnell kannst du eine Oma in GTA treten? Da gibt es auch so. Gib mit Sicherheit so ein Video. Ja, in den letzten Jahren wurde es ja immer so populär. Wie lange dauert es in jedem Mario-Spiel, bis ich Gras berühre oder sowas? Ja, diese Gamer. Oder ich könnte mir kein langweiligeres Video als sowas vorstellen. Nee, ich oder auch nicht. Wie lange brauchst du in Pokémon-Spiel XY, um Feuer-Pokémon zu fangen? Wie lange brauchst du ein Pokémon, um Ständer zu bekommen, weil du Pokémon heiß findest? Daniel. Das würde ich mir anschauen. Das würde ich mir auch anschauen. Ich habe eine wichtige Pokémon-Frage an dich. Kennst du dich in Evoli? Der... Ja. Nee, wie heißt die Evoli-Form, die die Leute kompatibel finden? Oh Gott. Aquana. Aquana, genau. Die Meerjungfrau. Ja. Weil Aquana ist, ich weiß nicht, da gab es diesen ganz langen Post, der erklärt hat, warum Aquana sich am besten für Reproduktion eignet. Das war kein schöner Post. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Das ist ein schönes Gebiet. Welches Pokémon würdest du zum Essen einladen, Rakien? Du darfst nicht Dito sagen. Porenta. Porenta. Ja, zum Essen, klar. Ja, aber du musst mit dem Pokémon dann auch schlafen. Ja, das war meine Absicht. Okay. Du hast gegessen, dann schläfst du damit. Ich fand das. Ich weiß nicht, warum die das in Pokémon, also in dem Detektiv Pikachu-Film gemacht haben. Warum die dem Dito die Eigenschaft gegeben haben, dass er sich auch in Menschen verwandeln kann. Das ist irgendwie. Da hätten die drüber nachdenken sollen, was die Implikationen davon sind. Oh, ich hab meine Hände wieder. Ja, das war eine seltsame Entscheidung. Seitdem. Wird Dieter nämlich konstant auf allen Smash- oder Pass-Listen auf Smash getan? Ja, ich glaube davor auch schon. Ah, du hast ein Xbox-Achievement bekommen. Ich habe diesen Anfang so oft gespielt, weil ich keine Speicherkarte irgendwann hatte. Und dann habe ich immer diesen Anfang gespielt und... Ja. Das war deine Geschichte. Super Geschichte. Ja, das Spiel ich wurde unterbrochen von Globox. Wir haben übrigens den einen Grund gefunden, warum man das Spiel auf Deutsch spielen will. Auf Englisch ist es furchtbar, oder? Ja, wegen Globox. Versaut das ganze Spiel, weil die einen schrecklichen Voice-Actor haben. Der auch echt nervig ist. Aber hier haben wir irgendeinen Musiker oder so. Ich hab den noch nie gehört auf Englisch, Globox. Rayman 3, English, all cutscenes, sag ich mal. Oh, gleich kommt der Schwangerschaftsspruch, oder? Komm schon. Weißt du was? Ich habe geträumt, schwanger zu sein. Das war klasse. Es gab Heringe mit Schlagsahne. Ja. Super fantastisch. Deutsch ist ja absolut fantastisch.
Ich weiß nicht, ich glaube, Globox ist geschieden in dem Teil. Ich glaube, Globox hatte eine Frau und die war ein richtiges Ferkel. Was bist du denn? Die Frau von Globox war einfach Globox in Pink. Globina. Ja, genau, sowas. Globoli. So, jetzt muss ich mir kurz mal Globox auf Englisch anhören. Also, jetzt, ich dachte, jetzt kommt er so, jetzt muss ich erstmal Bilder von Globox Frau googeln. Wer weiß, vielleicht macht er das auch in Wahrheit und wollte das mit dem anderen kaschieren. Ich mag es ihm einfach zu, Zern ist ein guter Typ. Okay, ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, Daniel, das ist Fry, also ich höre den komplett raus. Ja, okay. Ja, dann stimmt das schon. Du hast das Licht. Jetzt, ist das schön. Jetzt zeig mir Globox, ja. Ich sehe Globox. Na bitte, was hab ich gesagt? Boah, das ist ja auch die haben so Luftschiff. Ich sehe nur Glow Hot. Und ich verstehe, was ich meine. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch lange nicht wusste, ist, dass zum Beispiel aus den SpongeBob-Spielen Plankton, das ist nicht der Originalsprecher, logischerweise, aber das ist halt der Sprecher, der Timmy's Dad spricht. Das ist halt auch ziemlich lustig. Wir haben Glück, dass Timmy's Dad nicht auf die schiefe Bahn geraten ist. Ja. Timmy's Dad ist Timmy Fat. Was würde sonst passieren? Wir würden in einer Dystopie leben. Er hätte die ganze Welt erobert, wenn er dieses Rennen verloren hätte. Guck mal, Raki, wo hätte man da jetzt 100 Punkte holen können? Ja, wahrscheinlich hätte ich bessere Kombos machen können. Das ist. Man macht Kombos in dem Spiel, ihr wisst, worum es geht. Naja, wir halten jetzt den Typen auf. Okay, seine Stimme. Es gibt Momente, wo ich das wirklich. Es gibt Momente, wo ich das wirklich versuche, die 100% zu holen und dann scheitere ich einfach. Ich habe das auch viel versucht und bin gescheitert. Oh, ja, was bist du denn? Ich habe das Spiel also noch nie zu 100% gespielt. Bekomme auch nie diesen geheimen Raum im. Im letzten Level. Was du meinst. Ah, ihr hättet gleich sagen können, dass ihr kein echter Gamer seid. Was ist denn das für ein Ding? Was ist ein echter Gamer? Was soll denn das sein? Es hüpft die ganze Zeit. Er will einfach nicht zugeben, dass er kein echter Gamer ist. Warum fragst du dich, was ausgerechnet das Ding ist, Mann? Das ist mir aufgefallen, es redet auch. LOL XD, was ist das denn? Es ist eine sprechende Ratte. Du fragst dich auch nicht, was Globox ist. Ja, Globox kenne ich, mit dem war ich in der Highschool. Das ist ein anderes. Ich hab echt fast kurz Globus gesagt. Fragst dich auch nicht, was ein Globus ist. Du fragst dich auch nicht, was ein Globus ist. Ja, das ist eine Scheibe, das weiß jeder. Chameleon an. Ja, Murphy. Du sprichst das Schamai. Murphy, nimm deinen Abstand. Richtig, Murphy. Sehr gut. Ich meine Kombi einbauen. Bin ich gut genug im Kombi in dem Spiel. Ich wäre gern besser. Diese Alter. Sprüche von ihm haben sich so in mein Hirn eingebrannt. Ja, von Globox oder von Murphy? Beides, glaube ich. Von Murphy, weil er so penetranter ist. Okay, jeder zitiert jetzt seinen liebsten Murphy-Spruch. Raki, du fängst an. Wir sehen uns in Rayman 4. Okay, das Daniel? Im Deutschen existiert nicht. Shit. Das ist meine Aussage von vorhin zurück. Ja. Ach, da ist noch ein Schwein. Irgendwas mit Spider-Man 2. Ich hätte gerne eine Frau mit großen Augen. Nee, warte, was hat er gesagt? Oh, irgendwas mit... Wir hören es gleich. Ich mag den Spider-Man 2-Spruch. Weil, haha, ich kenne Spider-Man 2. Versteht ihr? Mhm. Ich kenn's auch. Ah nee, schieß schon. Ich kann sich länger halten. Das kommt gleich. Mal warte, kann ich die da unten noch einsammeln? Oh. Die nehme ich doch gern mit. Ich weiß, ich kenne auch nicht alle Secret-Räume, aber ich habe mal ein paar gefunden, als ich das intensiv für die Review gespielt habe vor ein paar Jahren. Habe ich auch versucht, also, überall 100% zu bekommen. Als ich dieses eine Let's Play gesehen habe, da war ich sehr geflasht davon, als ich die Secret-Räume gesehen habe. Dieses eine Let's Play. Let's Play Markus, Let's Play. Andere Let's Play. Ich wünschte. Der ist ein Sonic Mann. Markus wird hier nicht erwähnt. Nee, der hat nicht auf unsere E-Mail geantwortet. Ja. Wir wollten fragen, ob er auf Daniels Geburtstag auftritt. Als was? Guck mal, jetzt wird er mich nie mehr ernst nehmen. Live Let's Player.
Wegen euch wird er mich nie mehr ernst nehmen. So, ich kann ihn jetzt nicht mehr anschreiben, ohne dass er diese E-Mail. Aber das war schon vor 2 Jahren. Ach so, natürlich. Können wir jetzt vergessen. Aber das ist irgendwie. Wären jetzt Player nicht so schnell schon wieder gestorben, ist das vielleicht eine Sache, die echt hätte passieren können. Dann hätten Leute keine Clowns mehr zum Geburtstag ihres 5-Jährigen geholt, sondern als Player. Mein Gott, das ist eine die dann den ganzen Geburtstag kommentieren. Ja. Ich bin mir sehr sicher, zu der Hochzeit Gronkh und Unge waren auch auf ein paar Geburtstagen von irgendwelchen Milliardärskindern. Hallihallo, Hallöchen, kleiner Timmy. Na, wollen wir dein Geschenk zusammen aufmachen? Weißt du, was ist? Mit Gronkh würde das funktionieren. Ja, mit Gronkh schon. Gronkh kann man eigentlich nur mögen, aber. Ich weiß nicht, ich kann so mir vorstellen. So wie Clowns. Aber stell dir vor, irgendein 12-Jähriger hat sich Leon Montana Mascher. Black nach Hause bestellt oder so. Könnte vorkommen. Digga, was hast du da bekommen? Kuchen? Wo ist denn der Lambo? Alter, ich hatte gerade eine krasse Kombi. Wenn du übrigens mit ihm im Lambo fährst, dann raucht er da erstmal. Genau. Dann raucht er. Ich möchte übrigens was anmerken. Achtet mal drauf, wenn er das nächste Mal ein Power-Up bekommt. Seine Handschuhe sind unten geschlossen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Er braucht ja keine Öffnung für die Hände, deswegen sind die einfach unten zu. Oh. Ich versuche drauf zu achten. Dank der Power der Xbox kann man das jetzt deutlich erkennen. Xbox 360. Ihr würdet schon zustimmen, dass die Xbox auf jeden Fall von allen Konsolen die schlechtesten Namen hat, oder? Das ist richtig verwirrend. Die Xbox X, die Xbox Series X. Xbox. Das schon. Nee, gab's die Xbox. Also am Anfang dachte ich mir, das werden die doch nicht überleben. Aber mittlerweile kann man es. Das werden die nicht überleben. Ja, wir leben in einer. Zuordnen kann man schon, aber es ist trotzdem. Nee, was das angeht, ich weiß nicht, wie es für einen Außenstehenden dann ist. Ja. Ich meine, bei der Wii U Rage schon, da denkst du dann, es wäre ein Add-on, aber ich weiß nicht, bei der Xbox X oder Series X, da ich weiß nicht mal, was ich da denken soll. Es ist zumindest weniger langweilig, also PlayStation nummerieren sie einfach nur durch, das finde ich sehr unkreativ. Ja, aber es ist halt... Mann, ich wünschte, die wären kreativ bei meinen Konsolen. Na, so wie Nintendo. Ich kann mir ja keine Konsole kaufen, die einfach nur... Konsole heißt. Junge, ich würde sowas von der Konsole rausbringen, die Konsole heißt. Ich glaube, ich habe noch nie was gehört, was so sehr nach ADHS schreit, wie ich wünschte, die hätten kreativere Konsolennamen. Ich wünschte, Computer 2 wäre eine Sache. Computer 2. Wünschte, Computer wäre echt. Ich meine, bei den Grafikkarten, da macht Nvidia teils auch echt... Es ist teils auch echt bescheuert, wie viele Varianten es gibt. Die Bälle verschreckt. Vorsicht, zerkratzt dir nicht die Nase. Aber weil wir eben gerade dabei waren, bei so Geburtstagseinladungen... Wenn du einen fiktiven Charakter zu deinem Geburtstag hättest einladen können, Raki, wer wäre das gewesen? Ein fiktiver Charakter. Du darfst ja einen aussuchen. Egal ob tot oder lebendig. Ja, du hast doch gerade gesagt, fiktiver Charakter. Ja, aber vielleicht ist er gestorben. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen Bedenkzeit und das werden wir dann zum Anfang des nächsten Parts beantworten. Was ein Cliffhanger. Okay. Schreibt mir eure Antworten in die Kommentare. Tut das.